Unsere Fahrt geht weiter vom Tempel der Hatschepsut ins Tal der Könige. Zur Zeit der Pharaonen hieß Luxor noch Theben und wurde in zwei Teile geteilt. In Theben Ost, östlich des Nils, und Theben West auf der anderen Seite. Da die Sonne im Osten aufgeht, wurde diese Seite des Nils den Lebenden vorbehalten und das Westufer des Nils wurde für die Toten vorgesehen. So finden wir hier das Tal der Könige, den Totentempel der Hatschepsut, das Tal der Königinnen und weitere Gräber. Nach einer eindrucksvollen Fahrt entlang der Felshügel erreichen wir den Eingang zum Tal der Könige. Eine Tafel am Eingang zeigt uns, wie verstreut die Gräber im Tal der Könige liegen. Ohne Gebühren geht natürlich gar nichts und so können wir für umgerechnet 13,50 Euro den Eingang passieren. Für einen weiteren Euro können wir mit diesem Wägelchen weiter ins Tal eindringen. Jetzt ins Tal der Könige. Im Eintrittspreis ist der Besuch von 3 Gräbern enthalten. Und wir entscheiden uns erstmal für das Grab Ramses I. Ein Plan am Eingang zeigt uns, dass wir einige Stufen runter und lange Gänge entlang gehen müssen, bis wir in der Grabkammer mit dem Sarkophag ankommen. Hier sieht man Ramses zwischen dem Falkengott Horus und dem Totengott Anubis. Die Wände sind über und über bemalt mit Geschichten vom Leben und Tod des Pharao Ramses. Gütige Schlangen leiten die Sonnenbarke des Khnum. Links vom Pharao der Gott Chefre, der den Sonnenaufgang und die Morgensonne symbolisiert. Noch ein paar Stufen und wir sind wieder im grellen Tageslicht. Nur ein kurzes Stück weiter geht's wieder in die Dunkelheit, ins Grab von Ramses III. Auch hier führt ein langer Weg ins Grabesinnere. Auch hier finden wir wieder fantastische Bilder, die unsere Fantasie anregen und uns zum Staunen bringen. Zwei Gräber haben wir bereits besichtigt und jetzt geht's noch ins dritte. Das Grab von Ramses IX. Auch hier führt uns ein langer Weg in das Innere des Grabes.
Am Ende des Ganges gelangen wir in die Grabkammer. Die Schätze, die hier einst lagerten, befinden sich heute im Ägyptischen Museum in Kairo. Doch auch die Wandbemalungen hier sind sehr beeindruckend und zeugen von einer großen Vergangenheit. Hier sehen wir noch zwei beschützende Naturgeister, die Schlange und den Skarabäus. Wir verlassen das Tal der Könige wieder und fahren vorbei, teils an verlassenen Dörfern, durch die Gegend um Deir el-Bahar. Bei den 18 Meter hohen Memnon-Kolossen legen wir noch einen kurzen Stopp ein. Diese berühmten Standbilder von Amenophis III. Sind die letzten verbliebenen Zeugen eines riesigen Totentempels, der 1400 vor Christus errichtet wurde. Jetzt ist es wieder Zeit, uns auf den Weg zurück zu unserem Nilschiff zu machen. Denn heute Mittag legen wir ab. Wir fahren auf dem Nil von hier Luxor in das ca. 200 Kilometer entfernte Aswan. Doch diesmal überqueren wir den Nil nicht in einem Boot, sondern über eine Brücke. So, wir gehen jetzt hier zu unserem Boot. Da müssen wir jetzt erst durch drei Boote durch. Zwei? Zwei oder drei. Schauen wir mal, wo wir jemanden kennen. Die Nilboote liegen oft hintereinander am Steg, sodass man in das erste rein und wieder raus muss, um in das nächste zu gelangen. Und so ist unser Boot hier das zweite. Aus dem ersten Boot geht's raus und dann in unseres rein. Mach ich alles kaputt? Pull? Pull heißt ziehen. Hallo. Hallo. Jamila an la terrasse. 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 Jetzt sind wir in der Lobby unseres Bootes La Terrasse. Und in Kürze legen wir ab.